Hallo allerseits, ich war heute zum Markt einkaufen, etwas Leckeres kochen und wieder essen. Es wird ein Mittagessen. Man sieht auch interessante Sachen auf dem Weg, auf der Straße, wie man hier sieht. Ja, mal schauen. Hier wird gegessen, getrunken, gefeiert. Students. Ja, der Markt ist mit voller Überraschung. Man sieht einiges hier. In asiatischen Märkten ist es natürlich normal, dass die Essenssachen einfach so frei rumliegen. Ist auch nicht schlimm hier, man gewöhnt sich dran. Hier, wie man sieht, das ist Suppentheke. Die Suppen sind in Tüten. Es gibt alles mögliche, Hähnchengerichte, schön zusammengepackt mit Frischhaltefolie. Und es ist Mittagszeit und die Schule hat wohl Pause. Die Studenten haben hier alle Hunger, wie ich auch, wollen alle essen. Essen, essen, essen. What are they? And the price? Ja, Fische werden hier so mit Salz bedeckt und auf den Grill gelegt. Ich denke, das ist wohl für wegen die Fliegen, damit sie nicht schlecht werden und die Eier nicht legen können, wie ihr seht. Es gibt viele Grillgerichte hier, es gibt Frösche, Fische, Fleisch, Hähnchen, was man alles möchte. Natürlich leckere Klebereis, Stickreis. Und das sind die Frösche, wie man sieht. Die werden hier einfach gegrillt. Es ist lecker. Je nach Wunsch, was man eben essen möchte. Ja, wie gesagt, es ist Mittagszeit. Leute haben Hunger. Ich auch. Ich werde erstmal nach Hause fahren und kochen. Eine Kollegin wartet hier, dass ihm jemand etwas gibt. Ja, viele Menschen, Jugendliche. Ja, was soll man sagen? Es ist ein großer Markt hier. Die Asiaten natürlich, die kochen nicht gerne zu Hause, weil die haben kaum Zeit dafür. Wer Zeit dazu hat, zu Hause kochen ist teurer als Essen auswärts. Deswegen wird hier meistens auswärts gegessen. Ist wirklich günstig, wenn man auswärts isst. Mit 10.000 Kip, 50 Cent kann man hier leckere Sachen essen. Das ist unbeschreiblich. Ja, ich koche eben gerne. Wie gesagt, ich esse gerne alleine zu Hause. Und mir schmeckt es. Gehen wir dann nach Hause. Zum Kochen, was Leckeres. Ich habe lange Bohnen, Chili, natürlich Knoblauch und Zwiebel. Eine Schalotte, Knoblauch. Heute gibt es eine leckere Suppe. Mal gucken, was dabei rauskommt. Bleibt dran. So, die langen Bohnen erstmal klein schneiden. Je nach Wunsch. Kann kurz, lang. Wie man eben möchte. Yeah.
1 bis 2 Knoblauch sehen, drücken. So, Hähnchen, lange Stangenbohnen, ein Chili, Knoblauch und ein Schalotte. Das wird eine Hühnersuppe heute. Wird gegessen mit Reis. Ich denke, das wird lecker. Abwarten, lassen wir mal köcheln. Mal den Deckel zu. Und lassen es köcheln. Oh, sehr lecker. Das ist schon fertig. Schon. Bereiten, zubereiten hier. Oh, oh. Ja, die Knochen brauchen wir ja nicht. Wir essen auch das Haut nicht. Das wollen wir übrigens leckeres Essen hier. Chili kommt nicht mit. Chili ist so gut. Was leckerer ist. So. Und Reis. Gekocht in Reistopf. Heute gibt es Reis. Ein Chicken Soup. Natürlich, ich habe mir Croissants gekauft. Mal schauen, mal schauen. So, guten Appetit. Lange Bohnen. Beilage Reis. Und Croissant. Das Lemongrass hat es eine Note gegeben und schmeckt extra gut. Ich mag das eben. Wenn man Suppengerichte isst, sollte man bei Fischgerichten und Suppengerichten sollte man Lemongrass nehmen, das schmeckt gut.
haben wieder einmal geschafft. War lecker. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte vergesst nicht zu abonnieren. Bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Yeah.